entscheide ich mich und fühle mich dazu gezwungen, nein, dich permanent vom Server ausschließen zu lassen. Hast du irgendwelche letzten Worte zustande? Was? Ente hat sich irgendwie in den Game Mode 1 gehackt auf dem Server und ich musste es dem Admin melden. Und was dann passiert ist, ey Leute, ihr werdet das niemals glauben. Was ein schöner Tag heute in Minecraft ist vor unserem Millionärs-Autohaus, wo nur Millionäre rein können. Und da drüben, wo ist er? Da ist Schmalspur-Ente. Guck mal, der weint sogar gerade. Obwohl, eigentlich ist es ja nicht lustig, aber Ente ist halt der neue Besitzer vom normalen Autohaus, beziehungsweise er ist der Geschäftsführer. Der Besitzer bin natürlich immer noch ich. Und Ente, was geht bei dir? Was geht? Bist du Stony? Bitte lassen Sie mich jetzt in das Millionärsautohaus. Ente, guck mal, in diesem Autohaus dürfen leider nur Millionäre rein. Das ist ein Mechanismus. Man kann nur die Kiste aufmachen, wenn man Millionär ist, und darf die Karte rausnehmen. Ansonsten kann man sich keine Zugangskarte nehmen, Ente. Es tut mir doch... Bitte, bitte, nehmen Sie mich doch bitte mit rein einfach. Das darf ich nicht, Ente. Oh, bitte. Ich gehe jetzt mal rein. Ich gehe jetzt mal rein. So. Nein, ich mag da auch rein. Nee, Ente, ich bin jetzt hier drinne. Bitte, kann ich die Fenster kaputt machen? Nee. Kann ich die aufnehmen? Die Fenster kannst du nicht kaputt machen. Ente, es tut mir wirklich leid, aber du kommst hier leider nicht rein. Da musst du... Ich hab Geld verdient. Ente, du musst doch ein bisschen mehr arbeiten, wenn du hier das Millionärsautohaus willst. Vielleicht reicht es. Du kannst gerne gucken, ob es reicht, Ente. Dafür musst du hier an die Kiste gehen, und wenn die Kiste aufgeht... Hey, das geht ja! Hast du jetzt eine Karte, Ente? Ja, klar! Ente? Was hast du da für eine Busfahrkarte in der Hand? Fährst du mit dem Bus zur Schmalspur, hä? Ente, was? Wie redest du so mit mir? Aber hä? Ente, seit wann bist du Millionär? Tja, da vorne ist die Bushaltestelle. Sehen Sie die, Mr. Stunny? Könnt warten, bis der Schulbus kommt. Ich gehe jetzt erstmal ins Auto aus. Ich bin Millionär, ich hab gehasselt. Ja, okay, krass. Hä, Leute, seit wann ist denn Ente Millionär, Bro? Er war gestern noch Mitarbeiter bei mir gewesen und jetzt auf einmal kann er hier ins Autohaus, nämlich die Truhe öffnet sich nur, wenn man mindestens 1 Million Dollar hat. Und Ente ist doch niemals Millionär. Das ist voll komisch, Freunde. Also irgendwas ist hier wirklich extrem merkwürdig, aber ich weiß noch nicht was. Ich werde es herausfinden. Ja, Ente, das ist jetzt hier das Autohaus, und wie findest du das? Ah, sehr schön, sehr exklusiv. Exklusive Autos? Ja, sehr exklusive. Alles hier schön aus Gold gehalten. Also hier ist wirklich alles vom feinsten, Entchen. Sie hätten hier nur mal öfters putzen können vielleicht. Hä, putzen können? Was redest du hier? Sauber? Das ist ein Diamantboden, Junge. Siehst du das nicht? Ja. Ja, ja, ja. Was willst du jetzt hier, Ente? Tja, vielleicht ein Auto kaufen? Oh, Bro, das ist ein bisschen aus dein... Junge, Ente, alleine, dass du schon Millionär bist. Sag mal ehrlich, wie hast du das gemacht? Tja, Mr. Stunny, ein echter Geschäftsmann verrät nie seine Tricks. Ente, willst du mich veräppeln? Du bist Mitarbeiter bei mir. Ich zahle dir Netherite-Barren. Ach, Mr. Stunny, ich höre den Neid aus deiner Stimme heraus. Aber du musst nicht traurig sein. Es ist nicht schlimm, arm zu sein. Hä? Ich bin nicht arm, Ente. Lass mal. Ich bin nicht arm. Ich bin auch Millionär. Hä? Du bist Millionär? Ja. Millionär! Von gestern! Was bist du denn? Milliardär! Milliardär, okay, Leute, er ist Milliardär. Alles klar, Ente. Ente, mach dich bitte nicht lächerlich. So, interessierst du dich jetzt hier für ein Auto oder nicht? Der Ferrari ist cool. Ja, der Ferrari ist eins unserer Sondermodelle. Es ist ein sehr seltenes Auto. Es gibt es jetzt insgesamt 5 Mal hier. Das hat einen Wert von, Ente, das wird jetzt ein bisschen, das sind jetzt Preise, die du wahrscheinlich noch nicht kennst, aber es hat einen Wert von 100 Spektritblöcke. Ach, ist kein Problem, Mr. Stolli. Aber ich habe dir nicht so zugehört. Ich habe die ganze Zeit auf meine Switch geschaut. Wie viel Geld wollen Sie? 2 Stacks. Ja, kein Problem. Ich gehe kurz in meine Online-Bank rein. So. Willst du das Auto nicht mal Probe fahren, Ente? Nee, ich vertraue dir schon. Okay. So. Okay, warte, Moment, Ente. Ich baue das Auto natürlich gerne für dich ab. Gar kein Problem. Wir werden das Auto natürlich nach draußen nehmen. Hallo, du musst mich mit Sie ansprechen. Sie, ich baue das Auto für Sie ab. Ich baue das Auto. Ja, aber Ente, du bist doch noch Mitarbeiter bei mir da drüben, oder nicht mehr? Ja. Keine Ahnung, ich habe jetzt Geld und du bist gemein zu mir und du behandelst mich so ungehobelt. So, dann gehe ich jetzt einfach hier mit meinem Ferrari.
Ja, also ich muss sagen, Ente, der Ferrari steht dir echt gut als Millionär. Also braucht man natürlich auch so ein krasses Auto. Aber Ente, du gehst jetzt auch wieder zurück an die Arbeit. Sag ich dir so, wie es ist. Hahaha, die Arbeit? Mr. Stanley, was wollen Sie eigentlich für den alten Schuppen haben? Hä? Was sagst du, alter Schuppen? Willst du mich veräppeln, Ente, oder was? Junge! Ja, da könnte ich meine Schrottautos drin parken. Junge, das ist immer noch ein sehr, sehr gutes Autohaus. Und das Autohaus mit den ganzen Autos, die hier sind, mit den ganzen Topwagen, das ist halt quasi für die normale Bevölkerung, ist sehr, sehr krass, Ente. Und das Autohaus, das ist, Junge, das kostet 1000, weiß ich nicht, 1000 Blöcke Spectreep, Alter. Das 1000 sind, Blöcke, wirklich? Ja, Junge, Ente, das ist zu teuer. Das hat kein normaler Spieler, hat so viel Spectreep-Blöcke. Das ja, sind, kann ich ihn überweisen, wenn Sie wollen. Ente, rede bitte nicht. Rede bitte nicht. Dann zeig mir bitte. Ja, schauen Sie. Warte, okay, bis das nee, zeig mir gerne eine Kiste, wo das drin ist. Schauen Sie jetzt gleich auf Ihr Bankkonto und da sehen Sie, dass da 1000 Spectreep-Blöcke sind. Auf mein Bank. Gehen Sie auf die Bank. Ja, gehen Sie auf die Bank. Los. Gehen Sie zum Bankautomat. Ja, okay, Ente. Also, wenn ich jetzt zum. Willst du das Autohaus jetzt kaufen oder was? Ja, klar. Hä? Bro, Leute, was ist denn schwerhörig? Junge, was ist denn Ente jetzt auf einmal so frech, Leute? Und woher hat er das ganze Geld her? Das ist doch irgendwie was richtig Komisches. Ey, es kann doch gar nicht sein, dass so viel Geld überhaupt in Umlauf ist. Okay, warte mal, wir gehen jetzt mal hier zum Bankautomaten. Hä? Leute, sind das 1000? Das sind sogar mehr. Sind das sogar mehr? Also, wartet mal. Leute, Ente hat jetzt gerade mein Autohaus abgekauft. Aber offiziell sind wir jetzt, also ich müsste jetzt locker der reichste Spieler sein. Ich müsste jetzt wirklich mit Abstand, Ente? Ja, Mr. Stanley, ich hab ein neues Auto aus. Warum hast du jetzt hier Luftballons ran? Weil das die größte Öffnungsfeier ist und zwar wird das meine neue Toilette hier. Das wird deine neue Toilette oder was? Junge, Ente. Ja, klar. Das ist ein Autohaus. Willst du mich veräppeln? Hallo? Das wird mein neues Klo. Armin, was geht? Ja, ich wollte in das Autohaus hier rein, aber ich komme irgendwie nicht rein. Die Tür klemmt. Die Tür klemmt. Ja, Auto. Armin, das ist das Autohaus für Millionäre. Ja, aber ist doch schön. Das ist deins. Ist doch deins, oder? Ja, aber da kannst du leider nur rein, wenn du Millionär bist, Armin. Und ja, ich bin doch dein Freund. Komm, lass mich rein. Ich will ein Auto kaufen. Ja, safe. Armin, du hast doch eine heftige Security-Firma, du bist doch Safe-Millionär, oder? Ich habe letzte Zeit viel wieder investiert. Ich bin unter. Also, du musst dir die Kiste aufmachen. Wenn du die Kiste aufmachst, Bro, kannst du dir eine Karte rausnehmen. Muss mal probieren. Ja. Klemmt. Armin, du bist kein Millionär, Armin. Armin, ja, du bist kein Millionär? Armin, ja, Bro, viel ich gebe dir einfach eine Karte hier raus. Komm, Armin, ich spendiere dir ein bisschen Geld. So, hier Zugang. Wenn du willst, kannst du noch mein Klo besuchen. Ich verschenke ein paar Autos. Ente, er kann gar nicht beitreten. Hä? Hat er dir gerade Geld überwiesen? Ente, hast du gerade Armin Geld überwiesen? Ja, klar. Online-Banking geht schnell. Wie viel Geld habe ich denn? Armin, du musst Millionär sein. Warte. Armin, du musst Millionär sein. Ich komme gleich wieder. Ey, Freunde, irgendwas, ich sag euch ehrlich, Ente macht gerade den ganzen Server kaputt. Ich check nicht, woher er das ganze Geld hat. Entweder hackt er hier oder Ente. Ja, bist du Study? Bro, hackst du vielleicht? Ich? Ja, Ente, so viel Geld wie du kann man gar nicht haben. Doch. Nee, kann man nicht, Ente. Oh mein Gott, Ente, du bist der Beste! Oh mein Gott! Das waren 1500 Spektralblöcke! Woher? Ja, 100? Du hast ein Autohaus jetzt, oder? Ich kaufe bei dir einen. Armin, komm mal. Ich habe ein paar Sonderautos für dich. Ich habe zum Beispiel. Was das Ding ist? Bro, ich habe ein SVJ für dich. Der ist Gold. Den gibt's nur einmal. Und den würde ich dir gerne für einen Sonderpreis geben, Armin. Komm mal bitte einmal mit. Komm mal wirklich bitte einmal mit. Weil Ente hat hier voll das. Ente hat natürlich auch ein cooles Autohaus. Aber ich guck mal, hier ist ein SVJ. Das ist der lila SVJ. Den gibt's ein One of One. Und jetzt, Armin, guck mal hier, der würde sehr gut zu dir passen. Und zwar, das ist der goldene SVJ. Dieses Auto ist absolut geisteskrank. Hier, Armin, das Auto, wie gesagt, ey, Bro, der kostet normalerweise 150 Blöcke. Ich würde ihn dir heute für Sonderangebot andrehen. Ich sag dir ehrlich, was heißt denn Sonderangebot? Sonderangebot 100 Blöcke.
Für dich 50 100. Rabatt. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Das ist ein Auto wirklich für Millionäre. Setz dich gerne rein. Du kannst auch Probefahrt alles machen, Amir. Aber ich denke mal, du wirst sie direkt so kaufen. Also da wird es gerne nicht mal keine... Doch, der hat was, der hat was. Weißt du was? Komm, Stani, weil du es bist und weil ich nicht so bin wie du, meine Freundin nicht vergesse. Amir, ich muss wirklich sagen... Ja. Ehre, oh mein Gott, Ehre, Amir, Ehre, 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 ich baue ihn dir einmal ab, das ist wirklich, Amir, das ist das einzigste Auto, was es hier gibt, Junge, das wurde extra aus Gold gefertigt, es war so teuer gewesen, glaub mir, Amir. Gold in der Soyot zu verschenken, Gold in der Soyot zu verschenken, wer will jemand haben? Digga, Stani, du Scammer, ich dachte, wir wollen auf vorne, ich will mein Geld wieder haben. Ey, gib mir meine Blöcke wieder. Nee, Amir. Wer will dein Feuer? Digga, Stani, gib mir meine Blöcke wieder. Amir, gekauft ist gekauft, Alter, beruhig dich. Gekauft ist gekauft. Ja, hast recht, ich hab ein SVJ. Schon mit Nilanen damit. Nein, ey, das ist meiner hier, lass das. Ey. Nee. Ente, ich komm später vorbei. Tschüss, Amir. Tschüss. Ente? Ja? Woher hast du diese ganzen Autos? Italien? Italien, ja, da wird dieser, da ist da der Stützpunkt von Lamborghini, die Produktionsstätte. Aber weißt du, wie teuer diese Autos sind? Ja, ganz viel. 1 Milliarde oder so, keine Ahnung, ich habe alles investiert. Jetzt verschenke ich die. Schenkst du mir auch ein? Sie war gemein zu mir. Hä, endlich, ich war doch gar nicht gemein zu dir, was redest du? Sie haben doch schon ein. Ja, ich hab schon einen. Aber mein Geld ist mittlerweile viel zu viel geworden. Ich hab's verbrannt, gegessen und vergraben. Ente, du hast Geld weggeschmissen? Verbrannt? Ja, dann ich hab's aufgegessen. Ja, dann gib doch noch ein bisschen Geld mir. Und ein bisschen was davon hab ich vergraben. Dann gib mir doch noch ein bisschen Geld. Aber sie waren gemein zu mir. Ja, und du verschenkst jetzt die Autos an Leute oder was? Ja, klar, jeder, der herkommt, kriegt einen. Was ist das? Oh, hallo, Opa! Hallo! Sie sind der glückliche Gewinner eines neuen Lamborghini. Steigen Sie ein! Oh, wirklich? Können Sie überhaupt Auto fahren? Ja, bestimmt. Ente, du kannst doch nicht irgendwelchen Leuten hier... Ente, der ballert hier mein Auto aus rein! Kann ich nichts für? Weg hier von meinem Auto aus! Ja, ich bin weg. Kannst du mal aufhören, irgendwelchen Leuten Autos zu schenken, Mann? Du machst dich den ganzen Automarkt kaputt. Hä, wieso? Wollen Sie auch einen? Da können Sie einen kaufen. Wie teuer ist denn einer? Was würden Sie verlangen? Spectrite-Block würde ich verlangen. Nö, 2 Stacks Spectrite. Nö, 2 Stacks ist zu teuer. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, irgendwas ist mit Ente richtig komisch, weil ihr braucht mir noch nicht erzählen... Ente war ein Mitarbeiter von mir. Frische Kartoffeln, wir wollen Kartoffeln kaufen. Oh, hallo, Herr Faber, ich habe was Schönes für Sie. Sie sind heute der glückliche Gewinner eines neuen Ferrari Spiders. Oha, wirklich? Schenken Sie mir den einfach so? Ja klar, nehmen Sie mit. Das sind der Beste, das ist nicht mal ein Ferrari Spider. Lassen Sie sich abziehen, das ist kein Ferrari Spider. Ein Geschenk, Gaul, schaut mal nicht in sein Mund. Das ist besser als Stani Performance. Das ist Stani Performance, was labert der, Leute? Ey, ich sag euch ehrlich, irgendwas ist richtig komisch bei Ente. Und ich weiß nicht was, aber irgendwie ist er zu... Ich sag euch ehrlich, er hackt Geld oder so. Irgendwas hat er hier installiert, ein Hack oder so. Ich muss ihn auf jeden Fall beobachten und ich werde jetzt auch mal ein bisschen gucken. Jetzt hat er eine Krone auf, Leute. Junge, der dreht ja komplett durch. Also ich muss auf jeden Fall Ente beobachten und ich muss herausfinden, wieso er auf einmal so viel Geld hat. Ich check es nicht, Alter. Ah, guck mal, jetzt tanzt er da drüben. Aber ich werde ihn einfach beobachten, Leute. Und dann werde ich schon sein Geheimnis herausfinden, wieso er so viel Geld hat. Weil das ist doch nicht mehr normal, Alter. Junge, der Typ kauft ja hier alles. So, was macht er jetzt da, Leute? Guck mal, jetzt steht er einfach wieder rum da, Leute. Das ist ja ganz merkwürdig. Was macht er denn da, Leute? Irgend so ein Hebel hat der da. Was für ein Hebel hat der da? Ich check gar nichts mehr, Leute. Er hat da irgend so einen Hebel platziert und... So, wenn ich den umlege, dann bekomme ich, Leute, ganz viel Geld wieder. Ja! Aus meinem Game Mode Inventar. So, Spectrite. Game Mode Inventar? Trite, noch mehr Geld, noch mehr Kohle. Wir sind jetzt der reichste Spieler überhaupt. Hebel wieder abbauen und weiter geht's. Mr. Stani ärgern. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, was Ente da macht.
Bro, Ente macht gerade den ganzen Server kaputt. Ente, was, wo willst du denn hin gerade? Zu ihrem Autohaus, ich will das beschmieren mit deinem Pinsel. Warum willst du mein Autohaus beschmieren, Ente? Weil das Autohaus schlecht ist. Was ist da? Und zwar will ich das streichen. Ja, wie... Hä? Rosa! Hey, lass das, Ente! Nein, Mr. Stoll, ich bin der Reichere. Ich kaufe gerne die... okay, Ente, ich werde jetzt die Polizei rufen und mal gucken, was die Polizei dazu sagt. Easy peasy. Oh, der wird wegen schlechtem Geschmack, Mr. Stoll. Nee, ich werde jetzt die Polizei rufen, gar kein Problem. Ja, und was wollen die machen, ne? Ja, werden wir gleich sehen, Ente. So, Leute, ich werde jetzt... Ich gebe denen einfach Geld und dann... Ja, die sind nicht bestechlich, Ente. Keine Sorge, die würde jetzt gleich kommen. So, Leute, wir werden zur Polizei gehen. Ich werde die Polizei holen, weil was Ente hier macht, ist gerade Sachbeschädigung. So, Leute, ich habe die Polizei gerufen. Oh, da kommt sie. Officer, stopp, Officer. Ich habe sie gerufen. So, Officer. Und zwar kommen Sie mal einmal mit rüber, weil ich möchte nicht, dass eine gewisse Person das Ganze mitbekommt. Und zwar, Officer. Ich habe aktuell hier ein Millionärs-Autohaus eröffnet. Sie sehen es eventuell da hinten. Ja, ich sehe das. Und, schönes Autohaus. Ja, sehen Sie auch, was mit dem Autohaus gemacht worden ist? Und zwar, es wurde sachbeschädigt von Ente. Nein. Es wurde beschmiert. Da wurde Farbe rangeschmiert und das ist sehr... Ja. Gut, ich gehe mal ganz kurz rüber, ja? Also, warten Sie, stopp, was werden Sie machen? Ich will auf jeden Fall, dass der ins Gefängnis kommt oder so. Ja, aber ich muss natürlich erstmal seine Aussage aufnehmen und danach wir stecken mal. Aber mach ihn fertig, oder? Mach ihn richtig fertig. Ja, natürlich. So, hey, hallo! Hallo, Polizist! So, einmal kommen Sie bitte, wir müssen mit Ihnen einmal so, reden, ja? Herr Polizist, ich hab was für Sie, gucken Sie mal hier! Und da! Hey, nimm sie ihn fest! Oh, gehen Sie mal ganz kurz weg hier. Das ist Mr. Stoddy! Hey, hätte so, auf damit, Junge! Alter, du frierst ja komplett jetzt durch! So, bitte mal beide hier zuhören. Ja, ich habe mir die Situation angeguckt und ich habe hier nichts festgestellt. Hä? Nichts festgestellt? Junge, der hat mein Autohaus beschädigt. Hey, so, wenn Sie mich weiter so anmachen, werde ich Sie mitnehmen. Hey, Alter, was soll das denn? So, Herr Ente, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Tschüss, Mr. Stoddy, ich brauche noch die Feuerwehr dazu. Hey, Ente, auf, Junge. Ja! Ja, Ente, ich weiß von deinem Hebel. Welcher Hebel? Ja, ich hab deinen Hebel gesehen, Ente. Mein Hebel? Welcher Hebel? Ja, der Hebel. Der Hebel, tschüss! Okay, Ente, letzte Warnung. Ich werde zum Admin gehen. Und dann? Was ist das denn für ein Schalter, den du da hast? Der Hebel? Rauf, runter und dann Game-Mode-mäßig, hä? Hebel! Ich glaube, Sie haben den Schalter bei sich locker. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Ah, okay, dann komm mal mit, Mr. Ente. Mr. Stoddy, geht's nicht gut. Ich glaube, ja, Sie Ente, komm mal mit. Mr. Stoddy, Sie werden langsam alt und blind. Sie sehen nicht mehr richtig. Ich will dir nur was zeigen, Ente. So, letzte Warnung. Game Mode jetzt hier, wir kriegen Geld, hä, Ente? Ist das, sowas sind Sie verrückt? Was machen Sie da an Hebeln? Da wird doch gar nichts ausgelöst. Ente, ich hab das gesehen, irgendwas hast du hier dich reingehackt oder sonst was in den Server. Und wenn Mr. du... Das war der Lichtschalter bestimmt. Ah, der Lichtschalter. Ich hab dich gehört, Ente, ich hab dich beobachtet. Und ich sag dir, Ente, ich werde zum Admin gehen. Mr. Stoddy, ey! Ah, Ente, was ist... Der Hebel, das war ganz lustig, wissen Sie? Ja? Aber ich kann ihn... Sie wollten doch voll Geld, ich kann Ihnen doch Geld geben. Hier ach, jetzt... Viel. Ah, wer räumt denn hier mein Dings auf, mein Auto aus? Hier brennt Mr. ja alles. Mr. Stoddy, ich mach hier ganz viel, es bringt weiter draus. Ja, hörst du bitte auf, mein Auto aus zu beschießen? Mr. Stoddy, sind doch alle Spektralblöcke für Sie. Sie müssen ja, doch nicht nee, das, nee, ich werde jetzt zum Admin gehen, Ente. Nein, bitte, Mr. Stoddy. Ah, okay. Ah, aber, oh, jetzt bin ich hier eingesperrt, alles. Ja, so. Bitte, bleiben Sie hier. Nö, endlich, ich werde jetzt da hinfahren. Nein, bitte nicht. Doch, ich werde jetzt zum Admin fahren, ist mir egal. Ente, du hast übertrieben. Nein. So. Mr. Stoddy, Mr. Stoddy. Bitte, ernsthaft. Nicht, bitte nicht. So, bitte nicht. Ah, ich denke, ich hab irgendwas Komisches. Guck mal, Leute, wie Schiss er hat, Junge. Er hat hier irgendwas... Bitte? Ente, ist mir egal, ich sag dir ehrlich... Wie viel Geld wollen Sie? Geld ist mir nicht egal, Mann. Du machst den ganzen Server damit kaputt. Sag ich dir so, wie es ist. Mr. Stoddy, bitte.
bleibst du stehen, bitte. Nein, ich werde jetzt zum Admin fahren. Ist mir komplett egal, sag ich dir so, wie es ist. Nein, bitte. Nein, du brauchst hier nicht kommen. Los, Leute, wir werden jetzt zum Admin fahren. Ist mir jetzt komplett egal. Ich werde jetzt melden, was Ente hier abzieht, weil was er macht, meiner Meinung nach, geht gar nicht. So, hau rein, Ente. Bis gleich mit dem Admin. So. So, Leute, das kann doch nicht sein. Ich sag euch ehrlich, er hat komplett meiner Meinung nach übertrieben. Er hat hier... was ist denn hier los, Leute? Er hat den ganzen Server komplett kaputt gemacht, ja? Und durchgedreht, cheatet hier übelst unendlich Geld. Hat mein Autohaus zerstört, hat mich angegriffen, alles drum und dran. Und jetzt werden wir mal, Leute, einen kleinen Abstecher zum Admin gehen und mal gucken, wie der das findet. Nämlich, ich habe gehört, er soll hier bei Touren in seinem riesen Tempel wohnen. So, zack, 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 Leute. Da werden wir mal gucken, wie ihm das gefällt, wenn ich ihm davon erzähle, was endlich hier alles auf dem Server so treibt. Ich glaube, Leute, dass ihm das nicht so gut gefallen wird. Hä? Hallo? Setz dich hin. Ich soll mich hinsetzen? Setz dich hin. Oh mein Gott, Leute, Ja, ich sitz. Du wolltest mit dem Admin ein Gespräch haben. Ja, ich wollte mit dem Admin ein Gespräch haben. Es geht um eine wichtige Sache für den Server. Warte hier, ich werde dich dorthin führen, wo du mit mir reden kannst. Was geht denn jetzt ab, Bro? Was geht denn jetzt ab? Alter, der Typ macht mir richtig Angst, aber... Ey, der passt natürlich auf, dass hier auf dem Server kein Unsinn passiert und Ente hat wirklich übertrieben. Und Leute, das war doch meine einzige... Das war doch die einzige richtige Entscheidung gewesen, das zu machen. Hallo? Stani! Ja? Was ist dein Begehrde? Und zwar, ich möchte den Spieler Ente melden. Du möchtest einen anderen Mitspieler des Servers melden. Das ist richtig. Welcher Grund verleitet dich? Ente hat einen Game-Mode-Hebel. Wie soll ich das verstehen? Er hat irgendeinen komischen Hebel. Wenn er den drückt, kriegt er Geld. Er hat richtig viel Geld auf den Server gebracht. Streetblöcke sind nichts mehr wert und er kauft alles auf dem Server und macht alle fertig und so. Irgendwie hat er sich in den Server gehackt. Und das wollte ich melden. Du behauptest, Ente besitzt mehr Streetblöcke, als es überhaupt geben kann. So. Und zerstört die Wirtschaft des Servers. Genau, er macht den ganzen Server damit kaputt. Ich will dich nur warnen, Stani. Falsche Anschuldigungen werden auch mit einem Bann geahndet. Oh mein Gott, Leute, ich will aber nicht... ja, alles gut. Gut, du bist der Kläger. Nun hole ich denjenigen, der sich verteidigen muss. Ich beschwöre Ente. Ente, wo bin ich? Ente ist gefangen, Alter. Oh mein Gott. Ich war gerade in der Dusche. Wo bin ich? Oh mein Gott, Ente ist gefangen einfach, Leute. Ente. Ist das denn? Mein Kopf guckt ja raus. Hallo, wo bin ich? Ihr riecht nach Pups. Ente, ich glaube, jetzt würde ich mal nicht so durchdrehen, ne? Stell dich neben Stani. Wer ist da? Stell dich neben Stani! Wer ruft da? Ente hinter dir. Oh, ich hatte meine AirPods drin. Ach so, hallo. Ente. Oh Gott. Ich muss weg hier! Weg hier! Weg hier! Tschüss, Freunde! Ente, du kannst mir nicht entkommen. Komm mal weg hier! Nochmal, weg hier! Ente, du kannst nicht weg. Doch, 100%, weg hier! So, Herr Admin, können wir dann auch mal zum Ort des Geschehens gehen? Wir haben eine schwerwiegende Beschuldigung. Du sollst Game Mode 1 besetzen und das zu deinem Vorteil ausnutzen. Ente! Es tut mir leid, Ente. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. Du hast übertrieben. Das ist die Krone von Mr. Stani. Er hat gecheatet. Ich werde euch zu mir holen. Oh, gucken Sie mal hier. Das war nämlich ein Auto, was man sich gar nicht leisten kann so oft. Gucken Sie mal hier im Autohaus, Herr Admin. Ich war hier noch nie. Also warst hier noch nie, Ente. Ich kenne dies dort gar nicht. Ich würde auch mal sagen, dass man vielleicht mal in den Logs guckt, weil das ist vielleicht mein Autohaus, aber Ente hat das übernommen gehabt. Und er hat es abgekauft. Und auf mein Konto sind auch richtig viele Spektritblöcke. Er hat mich gezwungen. Hä, Ente, was redest du? In den Logs steht, dass dieses Autohaus Ente gehört. Oh, Ente. Jetzt wird die Luft ganz schön eng, ne?
Wie kommen die Autos da rein? Hey! Gucken Sie mal, Herr Edmund, wie er sie anlügt. Also ich sag ehrlich, ich finde das sehr, sehr peinlich, Ente. Ente! Die sind gar nicht echt, die fahren doch gar nicht. Das sind alles nur Modell-Spielzeugautos. Ente, ich würde sagen, du rückst jetzt mit der Wahrheit raus. Wahrheit? Ja, die Wahrheit, Ente, was du hier angestellt hast. Ich habe ihre Zahnbürste benutzt. Was? Du hast mir eine Zahnbürste? Okay, ja, du wirst sehen, was der mit dir macht. Ente. Und ich hab danach damit das Klo geputzt. Nun kommen wir... Ente! Ja, ja! Hast du letzte Worte, um deine Verteidigung nochmal auszurichten? Oder war es das gewesen? Bitte, ach, jetzt am Heulen, Ente, wie eine Heulsuse. Nun gut. Ente, es tut mir leid für dich, aber schütze dich nicht vor der Strafe. Ente, Standardskill. Ich habe mir den Fall angeschaut. Ja. Ich habe mir beide Seiten zugehört. Und ich komme zur Entscheidung. Ente! Ja. Deine Folgen. Deine Taten haben Folgen. Ente, du hast Game Mode ausgenutzt, Junge. Du hast den Server und die Wirtschaft zerstört. Oh mein Gott. Tut mir leid. Nicht nur du. So, oder Stani, oder Amir. Nein, auch bei Crimex. Alpha Stein, Rossi. Du hast so viel Spaß genommen. Tut mir leid. Jegliche Motivationen, Schweiß und Tränen, die jeder Spieler diesen Server geschenkt hat, sind nichts mehr wert. Dank dir. Tut mir leid. Entscheide ich mich und fühle mich dazu gezwungen, dich permanent vom Server ausgehen zu lassen. Hast du irgendwelche letzten Worte zu Stani? Was? Bitte, Stani, ich hab dich sehr gemocht. Es tut mir leid. Und damit, Ente, auf Wiedersehen. Ente! Wir werden nie wieder mit dir hier spielen. Ente! Das sehr gut, dass du deinen Freund verraten hast. Auf Wiedersehen. Standard-Skill. Leute, Ente wurde einfach gebannt vom Server, Mann. Ich dachte, der kriegt vielleicht einen Tag Sperre oder so, aber nicht, dass er permanent gebannt worden ist. Stani. Ja? Ich sehe, es gab noch jemanden mit zu viel Spektralblöcken, der gar nicht so viel haben darf. Die hat Ente mir gegeben. Nicht du. Du bist zu mir gekommen, aber warte mal. Auf Wiedersehen, der andere Spieler. Ami wurde auch gebannt. Hä? Ami hat auch gehackt, oder was? Leute, was geht denn jetzt? Ey, Bro, bitte nicht, Leute. Ich wollte doch nicht, dass die permanent gebannt werden, Mann. Ey, das war doch... Ich wollte doch nur, dass Ente vielleicht einen Tag Strafe bekommt oder so, aber doch nicht permanent gebannt. Leute, was sollen wir machen? Ich brauche eure Hilfe. Lasst ein Like und ein Abo da, bitte. Wir müssen Ente wieder zurückholen. Ami, Mann, ey.